Hallo, ihr Quirlinge! Janet Kelly ist immer noch im Einsatz in Payne's Creek und mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit am Krankenhaus. Und neben mir... Jonathan, hey. Hallo. Und wir haben hier im Krankenhaus einiges zu tun. Wir haben schon seit längerer Zeit den Schlüssel für das Patientenzimmer 203. Wir hatten doch hier irgendwo eine Liste, wer auf welchem Zimmer war, glaube ich, irgendwie. Hier, oder? Das ist Trisha Roberts. Okay, das ist interessant. Also eigentlich kann Trisha Roberts, ja, die ist zusammengebrochen nach dem Tod ihrer Mutter, glaube ich. Das war so der zeitliche Zusammenhang. Die Treppe, ja. So. Hier. Krankenhaus. Wir sind Second Floor. 203 ist auf dem Plan die Nummer 4. Ist, glaube ich, da jetzt hochgekommen und die 4 ist rechts um die Ecke. Wenn das alles richtig ist, wie ich das hier interpretiere. Also müsste das hier sein. Genau. So. Dann. Zack. Trishas Zimmerchen im Krankenhaus. Sie war ja lange Zeit hier, hat sich ja ein bisschen eingerichtet. Haben wir hier Licht? Ach nee, wir haben ja keinen Strom im ganzen Krankenhaus, wegen dieser Scheiße da neulich, als wir da waren, zum ersten Mal. Sie trank Milch. VHS-Kassetten. Happily ever after. Was soll denn das heißen? At the end of fairy tales and things, and they lived happily ever after. Okay, also es ist irgendein Film, also der jetzt hier keine Bedeutung hat. Eine Zeitung. Oh, das ist vom Tod von Scott Brooks. Scott Brooks' body found by jogger with multiple stab wounds to the heart. Wow. War ein Mord also, okay. Also, vom 16. November 1995. Also Scott Brooks' Leiche wurde von einem Jogger gefunden mit mehreren Stichverletzungen im Herzen oder beim Herzen. Mhm. So. Police unsure if events are tied to the killing of Vivian Roberts. Polizei ist sich unsicher, ob das mit dem Tod von Vivian Roberts zu tun hat. Scott Brooks, the murder suspect on the Vivian Roberts case, was killed yesterday. His body was found on the roadside along Mabel Drive. Das ist da, das ist die, genau, da geht's hier hoch zum Mansion hier. Scott's body was found behind the bush on Mabel Drive. The police are currently investigating the case. At around 6:50 a.m., a jogger happened to see a body lying motionless on the side of the road behind the bush while doing his morning run. He stopped to check if the person needed help, only to notice that the body was covered in blood. He immediately called 911. The police arrived shortly at around 7 a.m. and the victim was pronounced dead. The time of death was predicted to be about 4 to 6 hours ago, putting the time of death between 1 a.m. and 3 a.m. Questions have been raised pertaining to the murder of Vivian Roberts, especially since Scott was released from prison due und so weiter. Also, Scott Brooks, der unter Mordverdacht im Fall Vivian Roberts stand, wurde gestern getötet. Seine Leiche wurde neben der Straße des Maple Drive gefunden, also der Zufahrt zur Villa. Um 6.50 Uhr am Morgen sah ein Jogger eine bewegungslose Person oder lebenslose Körper an der Straße liegen und hinter den Büschen und hielt an, um zu schauen, ob da jemand Hilfe braucht und stellte fest, dass die Leiche blutüberströmt war. Hat sofort dann 911 gerufen. Das ist dann der Emergency. Das ist hier Notarzt. Yeah, it's for everything. Achso, genau richtig. Also ja, Notrufnummer. Die Polizei war kurz danach da, also 10 Minuten später, und stellte fest, dass das Opfer tot ist. Der Todeszeitpunkt wurde 4 bis 6 Stunden vor dem Auffinden der Leiche irgendwie festgestellt und also zwischen
1 Uhr nachts und 3 Uhr nachts muss das passiert sein. Und es kamen sofort Fragen auf, ob das irgendwas mit dem Mord an Vivian Roberts zu tun hat, wo Scott ja sogar in Untersuchungshaft gesessen hat dafür. Ja, okay. Jetzt wissen wir endlich mal, wann er gestorben ist. Aber das wissen wir ja sowieso schon durch den, durch den Grabstein. Ein Schlüssel. Wofür? Looks like a room key. Für welchen Raum denn schon wieder? Moment, ich gucke erstmal ins Inventory. A bedroom key. Ach, das ist der Schlüssel für den für das Schlafzimmer in Dorothys Haus. Okay. Weil es nehme ich an. Ja. Weil es gibt kein Schlafzimmer, in dem wir noch nicht drin gewesen sind, außer vielleicht genau das. Das ist das einzige Schlafzimmer, wo wir noch nicht waren. Mhm. Und dann hier ein Tagebuch von Dorothy. Wieso hat sie das Tagebuch von Dorothy? Das verstehe ich nicht. Mal gucken mal. Juli 95. Yesterday, on hearing that Scott was apprehended for the murder of her mother, Trisha collapsed. The hospital called this morning to inform us that it was just a nervous breakdown. However, they've suggested that she should stay there for another few days. Charles is asking me to stay by her side. Also, gestern, nachdem sie gehört hatte, dass Scott ein Tatverdächtiger im Mordfall ihrer Mutter ist, ist Trisha zusammengebrochen. Das Krankenhaus hat heute Morgen angerufen und uns erzählt, dass es nur ein Nervenzusammenbruch war, also nichts Ernsthaftes. Wie auch immer, sie rieten uns, dass Trisha einige Tage im Krankenhaus verbringen sollte und Charles hat mich darum gebeten, an ihrer Seite zu sein. So, dann ein paar Tage später. It rained today. Trisha has always hated the rain. She stayed in bed, tucked under the blanket nearly the entire day. Here and there she mutters Scott's name out loud. She's cried herself to sleep a few times. It pains me to see her like this. Also, heute hat es geregnet. Trisha hat den Regen immer gehasst. Sie ist den ganzen Tag im Bett geblieben und hat sich unter ihrer Decke versteckt, fast den ganzen Tag. Dann und wann murmelte sie Scotts Namen und im Schlaf hat sie einige Male geschrien und es schmerzt mich sehr, sie so zu sehen. Dann, knapp einen Monat später. Charles visits Trisha almost every day. Today he was quieter than usual. All of a sudden he told me that Vivian had been seeing another man, apparently a banker, for more than a year. He asked me if Vivian ever talked to me about it. I said I didn't know anything, but was sure that Vivian would never have done such a thing. And then I realized that Trisha was awake. I'm not sure if she heard our conversation. Also, Charles hat Trisha heute, Charles besucht Trisha fast jeden Tag. Heute war er etwas schiller als sonst. Plötzlich erzählte er mir, dass Vivian sich mit einem anderen Mann, anscheinend einem Banker, getroffen hätte, länger als ein Jahr oder also über einen Zeitraum von einem Jahr. Er fragte mich, ob Vivian mir jemals davon erzählt hätte. Ich sagte, dass ich nichts darüber wüsste und war mir sehr sicher, dass Vivian so etwas niemals getan hätte. Dann bemerkte ich, dass Trisha wach war. Ich bin nicht sicher, ob sie unsere Unterhaltung bemerkt hat. Dann September 8, 1995, also zwei Wochen später, drei Wochen. Sheriff Howard came today. He asked me if I remember seeing anything suspicious the night Vivian died. I've already told him everything I know. It's frustrating to be asked over and over about things that I just want to forget. Before he left, I asked if Scott could really be the killer. He said he's wondering the same thing. If Scott was not the killer, then who killed Vivian? Also, Sheriff Howard kam heute vorbei. Er fragte mich, ob ich mich an irgendwas Verdächtiges erinnere aus der Nacht, an der Vivian starb. Und ich habe ihm aber doch schon alles erzählt, was ich weiß. Und es stört mich sehr, es ärgert mich sehr, dass ich immer wieder dieselben Fragen beantworten muss zu Dingen, die ich am liebsten vergessen würde. Bevor er ging, fragte ich ihn, ob Scott wirklich der Mörder sei, seiner Meinung nach. Und er antwortete, dass er sich das auch fragt. Wenn es Scott nicht gewesen ist, aber wer war es dann?
und September, das ist so eine Woche später. Derek came by to see Trisha. I asked him how he was doing. He said that the medical expenses for Wanda were more than he expected. Even with Charles' help, he's been forced to use up most of his savings. He's currently searching for a second job. He asked me if there was a future for him. He asked me if there was a future for him. Traveling with Charles made him see some of the rather ugly sides of the world. His mother is hospitalized with terminal cancer. And seeing his best friend Trisha like this pains him. I didn't know what to tell him. Before he left, he leaned close to her and whispered, "Would it have been better if Scott just never showed up? Would you have chosen me? I wish that I've never heard that." Vielleicht hat er ja Scott gekillt. Also, am 16. September 95, heute kam Derek zu Besuch bei Trisha. Ich fragte ihn, wie es ihm geht, und er sagte, dass die Behandlungskosten für seine Mutter Wanda höher sind, als er erwartet hatte. Und auch mit der Hilfe von Charles ist er gezwungen, den größten Teil seiner eigenen Ersparnisse dafür aufzugeben. Er ist im Moment auf der Suche nach einem zweiten Job und fragte mich, ob es für ihn eine Zukunft gäbe. Das verstehe ich nicht so ganz, den Satz. He asked me if there was a future for him. Naja, das ist nicht so klar. Ja. Mit Charles gemeinsam auf Geschäftsreisen zu sein, hat ihm einige der hässlicheren Seiten der Welt gezeigt. Seine Mutter liegt mit Krebs im Endstadium im Krankenhaus und seine beste Freundin Trisha hier in diesem Zustand zu sehen, das schmerzt ihn. Ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte. Bevor er ging, lehnte er sich näher an Trisha heran und flüsterte, wäre es besser gewesen, wenn Scott niemals aufgetaucht wäre? Hättest du mich dann gewählt? Ich wünschte, ich hätte das niemals gehört. Okay. Also, ich habe ja Derek im Verdacht, den Mord an Scott begangen zu haben. Im Moment. Aber jemandem ins Herz zu stechen, das ist schon, da brauchst du schon eine gewisse Wut auf jemanden. Ja, das machst du ja irgendwie. Da ist ja irgendwie was Persönliches dabei, jemanden da irgendwie so. Außerdem ist Scott, der war ja irgendwie um die 20, also ein junger Mann, da brauchst du ja auch schon jemanden, der den überraschen und überwältigen kann. Wenn du nur eine Nahkampfwaffe hast, meine ich. Wenn du nur irgendwas hast, wo du stechen kannst, dann musst du auch jemanden erstmal irgendwie erwischen. Das ist vielleicht bei einem größeren Altersunterschied etwas weniger wahrscheinlich, als wenn es Derek und Scott waren, weil Derek ist ja lediglich 5 Jahre älter, ist ja auch ein junger Mann, also die können sich schon gekabbelt haben. Jo, hier ich habe einen Löffel gefunden, jetzt wird alles gut. Und ansonsten hier gar nichts. Jo. Ja, jetzt könnten wir wieder im Häuschen von Dorothy Patterson in das Schlafzimmer gehen und hoffentlich dort diese... Oh, hier extra rein. Lots of Storybooks. Es hieß ja mal irgendwo, Trisha hätte darum gebeten, dass man ihre Bücher zu ihr bringt. Nicht, dass in irgendeinem dieser Bücher irgendwas versteckt ist. Weil wir hier auch dieses Examen machen können, was wir relativ selten machen können. Und meistens ist dann irgendwie was, hat das irgendeine Bedeutung. Aber es gibt nicht irgendwie ein Buch, wo dann irgendwie was passiert. Nö, ist alles irgendwie das Gleiche. Da oben ist Xamai nicht mehr und hier ist es auch nicht mehr. Und mehr Storybooks gibt's hier ja nicht. Nö. Ja, hier halt irgendwie die Kassetten und so. Und die kann ich auch nicht einstecken, ey.
Und hier ist das Badezimmer, aber da erwarte ich wieder gar nichts. Ist sogar locked. Na gut, das ist auch, das ist, glaube ich, völlig egal. Jo, jetzt sind wir im Krankenhaus auch irgendwie nicht so wirklich vorangekommen. Wir haben jetzt den Schlüssel zu Dorothys Schlafzimmer, nehme ich an. Ich weiß es einfach nicht besser. Und zu den Zuhörern. Im Moment wüsste ich nicht, wo wir hier weitermachen sollen im Krankenhaus. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, das ist an den Haaren herbeigezogen, aber wir haben hier ja die Kombination 0526. Ja? 0526. Die muss aber was mit Sophia zu tun haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Kombination für eine dieser Spinde dieser Schwestern ist. Das glaube ich nicht. Das wäre irgendwie sehr seltsam. Aber wer weiß es schon. Ja. Was? 0? 5? 2? 6? Das ist es hier nicht. War das 0526? Ja, oder? Hast du aufgepasst? Hast du nicht. Ich glaube, es war 0526. Ja, doesn't work. Ja, klar. Aber das letzte wird auch nicht. Das könnte ich mir im Nachhinein auch nicht erklären, wenn es funktionieren würde. Da hätte ich erst, wo ich echt davor stehen denken, hä? Was? 0526? Ja, so passiert es nämlich. Da ist nichts. Wir können mal noch die Krankenakten durchstöbern, ob wir jetzt mit all dem Wissen, das wir jetzt haben, jetzt irgendwelche Namen anders einordnen als das erste Mal, als wir hier waren, weil das ja sehr, sehr lange her war. Wir hätten hier Kyle Thornton, der sagt uns immer noch nichts. Andrew Reed, okay, ja gut, das wussten wir aber schon, da ist das irgendwie auch nichts Verwunderliches. Hier Bonnie Ramsey sagt uns nichts. Andrew Reed wieder mal. Marlon Fox sagt uns auch nichts. Weg. Close. Wanda Tyler, gut, das hatten wir damals schon gesehen. Raymond Brown sagt uns nichts. Und dieser Kyle Thornton hier. Raymond Brown, Wanda Tyler. Kyle Thornton, sind irgendwie immer die gleichen. Rebecca Hunt, aber was Neues, aber das sagt uns auch alles irgendwie nichts. Mhm. Keine verdächtigen Namen, James Conley oder so ähnlich. Nö. Also hier sehe ich jetzt, finde ich jetzt niemanden interessant von den Namen. Und wir haben dieses Ding hier, das riecht ja irgendwie nach Krankenhaus. Aber ich weiß nicht, was das sein soll. Und unten im Krankenhauskeller, da haben wir diese doofe Kellertür, wo wir nicht durchkommen. Und das ist ja diejenige, wo wir irgendwie Strom anmachen müssen, damit wir irgendwann jemals mit dieser Codekarte Zugriff auf oder dieses Doktorbüro aufmachen können. Aber hier ist ja irgendwie alles zu. Und wir haben einfach keinen Schlüssel dafür. Ja, der wird es ja wohl nicht sein. Ja, da sind wir, genau. Das ist nämlich der Schlüssel für Wanda, nehme ich an. Oder man muss irgendwie ein Werkzeug finden und dir das die Scheibe einschlagen und dann die Tür von innen aufmachen. Auch das ist vielleicht denkbar, dass man da gar keinen Schlüssel finden kann. Und da kommen wir wieder zur Werkzeugkiste. Und wer hat die Werkzeugkiste? Ja? Wer? Wer? Mein ganz spezieller Freund hat die. Und das ist jetzt der letzte Joker, den wir jetzt haben, ist, dass wir jetzt nochmal zum Haus von Dorothy gehen. Und da nochmal in ihrer Bude gucken, ob wir da nicht diesen Sperrkey für das Fotolabor finden. Den Ersatzschlüssel. Und wenn, ja, hoffentlich im Schlafzimmer. Wobei, wer bewahrt denn im Schlafzimmer Ersatzschlüssel für seine Nachbarn auf? Das ist ja auch irgendwie ungewöhnlich. Also wenn du irgendeinen aus deiner Nachbarschaft hast, der dir einen Schlüssel anvertraut, dann machen wir das. Also ich würde nicht im Schlafzimmer aufbewahren, ja. Ganz ehrlich. Aber vielleicht hat Dorothy das anders gesehen. Weißt du noch, wo Dorothy wohnt? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Siehst du? Toll.
Documents. Wir haben auch hier die Mansion Worker List. For the Black Pine Road war das. Das ist die Black Pine Road Nummer 4. Das war ja rechts irgendwo, glaube ich, ja, stimmt. Das war so ein Haus mit so Vorgarten. Nummer 40. Das könnte fast schon das nächste sein. Genau. Das ist der Briefkasten. Das ist Dorothys Häuschen. Jetzt Daumen drücken, dass wir diesen Sperrkey für dieses Fotodings finden, weil dann können wir nämlich einiges machen. Dann können wir im Haus von Anthony die eine Tür aufhebeln, vermutlich. Wir können im Haus von Wanda Tyler die eine Schublade, die klemmt, irgendwie reparieren. Wir können diesen einen Gully irgendwie. Und also, das ist nur das, was mir ganz spontan einfällt. Und das war. Was war das eigentlich hier? Da waren wir auch noch nie drin. Aber in der Toilette wird wohl nichts sein. Oder sie mag den komischen Fotografen genauso sehr wie ich und bewahrt den Schlüssel zu seinem Labor in ihrer Toilette auf. Das wäre auch logisch. Nee, auch. Nee. Also, vermutlich ist das hier oben, oder? Wo war das hier oben? Ja, das hier war doch die Tür. Und wir nehmen einfach an, dass der Schlüssel, den wir gerade gefunden haben, bei Trishas kranken Bett. Was ist der ist? Ha! So. Er ist es! Mag es wirklich? Nein, was ist das? Das ist ein Medaillon. Mhm. Irgendwas Religiöses. Ja. Yeah. Nicht? Sogar ein Kreuz über dem Bett, die ist ja sehr religiös gewesen. Also ein Kreuz über das Bett zu hängen, das ist schon echt. Guck mal, da hinten in den Schlüssel. Das ist hoffentlich der mit diesen scheiß Fotografen. Luke Sagahowski. Mhm. Lass es bitte dieses Fotografen-Ding sein, Moment. This is a house entrance key. Das muss eigentlich der sein, oder? Ja. Weil welches Haus haben wir denn noch gar nicht betreten? Mhm. Das kann nur. Hier. Ja, und es gibt. Da. Daten. Moment mal, ich muss ja. Light. Das ist ein bisschen besser. Olivers Photo Lab Cleaning. Aha. Ach, die putzt in dem Ding? Mhm. Das hätte ich nicht gedacht, dass die da putzt. Zahlen die Robots nicht genug oder was? Das verstehe ich nicht. Okay. Was ist das hier? Oliver Gibson. Dear Dorothy, I want to express my heartfelt gratitude for all you've done for me. You've taken care of my store on go many... On so many. Ach, on so many occasions, ja. You've helped maintain its bright spirit. I would be lying if I said that I am not saddened by your departure. I will greatly miss you. I wish you all the best in your new place. Do invite me there once you've settled in. May God be with you. Best regards, Oliver Gibson. Also, das ist ein sehr junger, ne, neuer Brief, von 96 sogar. Liebe Dorothy, ich möchte von ganzem Herzen meine Dankbarkeit ausdrücken für alles, was du für mich getan hast. Du hast auf den Fotoladen aufgepasst zu so vielen Gelegenheiten. Du hast geholfen, seinen Geist, seinen hellen, hell leuchtenden Geist aufrechtzuerhalten. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht traurig bin, dass du aufbrichst, dass du hier wegziehst. Ich werde dich sehr vermissen. Ich wünsche dir alles Beste an deinem neuen Ort. Und lade mich ein, wenn du dort dich niedergelassen hast, wenn du da eingerichtet bist. Möge Gott dich schützen und so weiter. Mhm. So. Mhm. Wir haben endlich den Zugang zu dem geklauten Werkzeug. Ich werde einen riesigen Berg von Werkzeug in diesem Ding finden. So, und da ist der Kamin. Das wird uns aber auch nicht weiterhelfen. Hier ist was Interessantes. Ach, Sophia! Ha, okay. Das ist doch jetzt hier 05. Nee, war 5 zu 6, glaube ich. Zu 6 war das so? Okidok. Klack. Das sind Sophias Habseligkeiten. Sie hat Nähzeug da. Aha. Schere.
Oh, ein Tagebuch von Sophia. Wie heißt sie mit Nachnamen? Miller. Sophia Miller, genau. So, also bin ich gespannt. Das ist natürlich erwartungsgemäß uralt. Aus dem August 74. I know some people don't like me. Wanda always picks on me and Bernard ignores me most of the time. Andrew, well, he's okay as long as I'm not in his garden. Dorothy cares a lot for me, though. I like her. Tom, our security guard, treats me with respect, even though I'm just a housemaid. Vivian and Charles are kind to me. Oh, and Matthew, too. I almost forgot about him. He's been taking care of me forever. Certainly as long as I can remember. I'm a lucky girl. Also, ich weiß, dass mich einige Leute nicht mögen. Vor allen Dingen Wanda und Bernard ignoriert mich die meiste Zeit. Andrew ist okay, solange ich nicht in seinem Garten bin. Dorothy kümmert sich viel um mich, ich mag sie. Tom, einer unser Sicherheitsmann, behandelt mich mit Respekt, obwohl ich nur ein einfaches Hausmädchen bin. Vivian und Charles sind freundlich zu mir und auch Matthew. Ich habe es fast vergessen. Er kümmert sich um mich, solange ich zurückdenken kann. Ich bin ein glückliches Mädchen. So, und dann ein paar Wochen später. Matthew talks to me whenever he has time. Sometimes I feel he's trying to escape his chores at the church. We'll talk about everything under the sun, our hopes, dreams, futures. It reminds me of our days at the orphanage. Also, Matthew spricht, ich spreche mit Matthew, wann immer er Zeit dafür hat. Manchmal glaube ich, er versucht den, was ist denn chores? Duties, things you have to do. Manchmal habe ich den Eindruck, er versucht den Pflichten und den Verpflichtungen der Kirche zu entkommen. Wir sprechen viel über alles unter der Sonne und unsere Hoffnungen, Träume, Zukunftswünsche oder so. Es erinnert mich an unsere gemeinsamen Tage im Waisenhaus. Dann, zwei Monate später wieder. Landing a job here as a maid was the best thing that could have happened to me. However, I never imagined I would be having an affair with a married man, let alone my employer. Now I'm carrying his child. How do I face Matthew? Also, einen Job hier zu bekommen ist das Beste, was mir passieren konnte. Wie auch immer, ich hätte mir niemals träumen lassen, eine Affäre mit einem verheirateten Mann einzugehen. Geschweige denn mit meinem Arbeitgeber. Jetzt trage ich sein Kind aus. Wie soll ich das Matthew erklären? Also sie ist davon überzeugt, dass das Kind von ihm ist, weil sie wohl dann nur mit ihm eine Affäre hatte. Okay, das ist interessant. So, dann März 75, da war sie hochschwanger. Ja, ziemlich hochschwanger. 1. Juni kam ja das Kind. Ja, da war sie schon ziemlich hochschwanger. I received a letter from Matthew today, saying that he'll be extending his stay in Indonesia for 6 more months. That's always been him. He's always had a noble heart, wanting to help people everywhere. I miss him, but I'm glad he decided to extend his stay there. It gives me time to prepare how I'll explain my situation to him. I don't know how I'll take it if he just hears the truth blurted out once he gets back. Also, ich habe heute einen Brief von Matthew erhalten, in dem er erzählt, dass er seinen Aufenthalt in Indonesien um 6 Monate verlängern wird. So ist er immer gewesen. Er hatte immer schon ein gutes Herz und wollte Leuten überall helfen. Ich vermisse ihn, aber ich bin auch glücklich über seine Entscheidung für die Verlängerung. Es gibt mir die Zeit, mich darauf vorzubereiten, wie ich ihm meine Situation erklären soll. Ich weiß nicht, wie er es aufnimmt, wenn er die Wahrheit hört. So verstehe ich das. Ja. Dann ein paar Tage später, 3 Tage später. I received a telegram this morning from Matthew wishing me a happy birthday. He told me he had a special birthday present prepared for me. All I need to do is to find the clues that he placed in our favorite places. He is waiting for my telegram after I've solved the puzzle. I actually solved it already, but I don't know what to say to him. What should I do? Okay, also.
Ich habe heute ein Telegramm von Matthew bekommen, an dem er mir zu meinem Geburtstag gratuliert. Also das hier ist ein wichtiges Datum. Das könnte die Kombination für irgendwas sein. Mhm. Das könnte zum Beispiel die Kombination für die Schreibtischschublade in der Kirche sein. Mhm. Nee, das war doch nur eine vierstellige Zahl. Mhm. Na, egal. Also er erzählt mir, dass er ein spezielles Geburtstagsgeschenk für mich vorbereitet hat. Alles, was ich tun sollte, ist, die Hinweise an unseren Lieblingsplätzen zu verfolgen. Und er wartet auf mein Telegramm, nachdem ich das Puzzle gelöst habe. Ich habe es tatsächlich bereits gelöst, aber ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Was soll ich tun? Okay. Könnte das dieses Stump-Ding sein, was wir da am Spielplatz gefunden haben? Dieses komische Ding, dass das Geburtstagsgeschenk von ihm für sie ist? Naja, am 1. Juni, das ist der Tag der Geburt. My baby was born today at 8:20 a.m. and it's a boy. He looks like Charles. Dorothy's taking good care of us. She prepares the food and attends to my needs. I almost feel like I'm her boss. Charles visits me all the time, asking if we need anything else. I told him he didn't have to come so often and to instead focus on work. As a mayor, he must have a lot on his mind. Mein Baby wurde heute um 8:20 Uhr am Morgen geboren und es ist ein Junge. Er sieht aus wie Charles. Dorothy kümmert sich gut um uns. Sie bereitet das Essen vor und sorgt sich um meine sorgt sich um alles, was ich brauche. Punkt. Ich fühle mich fast als wäre ich ihr Boss und nicht umgedreht. Charles besucht mich ständig und fragt mich, ob ich irgendetwas brauche. Ich sage ihm, er soll sich nicht so auf mich konzentrieren, sondern stattdessen auf seine Arbeit als Bürgermeister. Da hat er nämlich genug zu tun. So, weiter. 16. Juni. Charles told me today that his mother, Magdalena, will be arriving in 2 weeks. She knows about our relationship. I feel nervous, because she's a strict woman. At the same time, I'm happy because she told Charles to take responsibility for me and my son. Soon I won't have to be a maid anymore. Charles has decided to name our child Vincent Roberts. I like that name. So. Also Charles hat mir heute erzählt, dass seine Mutter Magdalene in 2 Wochen zu Besuch kommt. Sie weiß von unserer Beziehung. Ich bin nervös, denn sie ist eine sehr strenge Frau. Im gleichen Moment bin ich aber froh, denn sie hat Charles gesagt, dass sie die Verantwortung für ihn und meinen Sohn übernimmt. Bald werde ich kein Dienstmädchen mehr sein. Charles hat entschieden, dass unser Kind Vincent Roberts sein soll. Ich mag diesen Namen. Aha. Noch irgendwas? Das war dann wieder während der Zeit der Schwangerschaft. Dear Sophia, how have you been? I hope everyone is treating you well at the mansion. It's been 6 months since my missionary work started here in Indonesia. Life here is hard but meaningful. I thought my life at the orphanage was miserable, but after coming here I realized I am blessed more than I could ever imagine. I am supposed to be back in 1 week's time, but I recently decided that I'll be extending my stay here for another 6 months. I haven't received any letters from you for a while now. I hope you are doing well. Remember the time when we were at the orphanage? You said that you don't want to be poor anymore. I think God heard your call and brought you to Prince Creek. Okay, also, das ist der Brief von Matthew an... Achso, geht's ja weiter. Machen wir die erste Seite. Der Brief an Matthew an Sophia. Liebe Sophia, wie geht es dir? Ich hoffe, jeder behandelt dich gut in der Villa. Es ist jetzt 6 Monate her, seitdem ich zu meiner Missionarsmission aufgebrochen bin nach Indonesien. Das Leben hier ist hart, aber hat eine Bedeutung. Ich dachte immer, mein Leben im Waisenhaus wäre miserabel gewesen, aber nachdem ich hierher gekommen bin, habe ich festgestellt, wie sehr ich gesegnet bin oder mehr gesegnet bin, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Eigentlich sollte ich in einer Woche zurückkehren, aber ich habe mich dazu entschieden, meinen Aufenthalt hier um 6 Monate zu verlängern. Ich habe jetzt seit einiger Zeit keinen Brief mehr von dir erhalten. Ich hoffe, dir geht es gut.
Erinnerst du dich an die Zeit, als wir im Waisenhaus waren und du sagtest, dass du nicht mehr arm sein willst? Ich glaube, Gott hat dein Gebet erhört und brachte dich nach Payne's Creek. Das verstehe ich nicht, den Satz. Also, weil er weiß ja nichts von der Schwangerschaft, da was weiß er ja nicht. Ja? Also, wie, ich meine, als Dienstmädchen wirst du ja nicht reich, also ganz ehrlich. Ja. Deswegen, also, wenn sie jetzt einen Job als Investmentbankerin bekommen hätte, würde ich sagen, okay, gratuliere, aber als Dienstmädchen? Na gut, es geht weiter. Charles and Vivian told me they were glad I introduced you to them. They said you are a hardworking person with a kind heart and that us being related was not the reason they hired you. You got the job on your own merit. I did not know whether or not to tell them we are not actually cousins. I feel bad for lying to them. I guess I'll have to tell them the truth someday. Having said that, I'm glad that you are in Payne's Creek. We can talk and meet anytime, just like the good old days at the orphanage. I will do my best here. I hope you can wait for me. Best regards, Matthew Brooks. P.S. I have prepared a special present for your birthday. Wait for my telegram that day. Also, Charles und Vivian haben mir erzählt, dass sie froh darüber sind, dass ich dich ihnen vorgestellt habe. Sie sagten, dass du hart arbeitest und ein gutes Herz hast und dass unsere Verwandtschaft nicht der Grund dafür war, dass sie dich dass sie angestellt haben. Du hast den Job auf selbst bekommen, durch dein eigenes, also dir selbst verdient. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen sagen soll, dass wir tatsächlich eigentlich gar nicht verwandt sind oder ob ich das nicht sagen soll. Ich fühle mich schlecht dafür, dass ich gelogen habe. Ich glaube, irgendwann muss ich Ihnen die Wahrheit erzählen. Aber darüber hinaus bin ich froh, dass du in Payne's Creek bist. Jetzt können wir uns häufiger treffen und miteinander sprechen. Und wie in den alten Tagen des Waisenhauses. Ich tue mein Bestes hier. Ich hoffe, du kannst auf mich warten. Viele Grüße, Matthew Brooks. PS. Ich habe ein spezielles Geburtstagsgeschenk für dich vorbereitet. Warte auf mein Telegramm von diesem Tag. So. Jo, das ist es da wohl gewesen. Das Telegramm wäre noch interessant, weil er da vielleicht irgendwelche Hinweise deponiert hat. Jo, liebe Quirlinge, wir müssen hier Schluss machen aus Zeitgründen jetzt hier, was die Aufnahme angeht. Ist aber auch mehr als lang genug das Video. Wir haben den Schlüssel zur Werkzeugfundgrube unermesslichen Ausmaßes in diesem Tool-Hoarding-kranken Fotografen-Labor. Ja? Manche machen Animal-Hoarding, andere machen Tool-Hoarding. Und ich gehe mal noch hier raus. Ja, und weiter wahrscheinlich mit diesem Fotografenlabor, weil wir brauchen ein paar Werkzeuge für dieses und jenes Ställchen. Ja, weiter mit dem Besuch des Fotografenlabor geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin. Bye.